Umgang mit Kopflastigkeit anderer. Vielleicht sind in deiner Umgebung Menschen, die du als sehr kopflastig empfindest. Sie denken viel und sie überlegen viel, sind sehr rational, aber lassen ihr Herz nicht so sprechen. Sie haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Wie gehst du damit um? Mein Tipp wäre, wertschätze die Menschen, die besonders rational und vernünftig sind. Das ist doch auch gut. Es gibt genügend Menschen, die emotional sind. Es ist gut, dass es auch Menschen gibt, die rational sind. Eventuell versuche mit Menschen, die kopflastig sind, auch etwas logischer zu sprechen. Das kann auch für dich ein gutes Training sein. Natürlich, du kannst auch schauen, dass du auch an den Menschen appellierst, an sein Herz. Manchmal hilft es, dass du mit deinem Herz das Herz des anderen spürst. Manchmal hilft es, dem anderen die Wertschätzung zu zeigen, manchmal ihm oder ihr zuzunicken, indem du dich an das Herz des anderen wendest, ihm oder ihr Wertschätzung gibst, wird auch seine Kopflastigkeit weniger werden. Wenn der Mensch spürt und fühlt, dass du es gut meinst, dann fällt es ihm oder ihr auch leichter sein, ihr Gefühl zu spüren, zuzulassen.